Auf der großen Wiese vor der Burg Liechtenstein fand der traditionelle Mittelaltermarkt statt, wo man nicht nur mittelalterliche Waren und Speisen kaufen, sondern beispielsweise auch das mittelalterliche Mäuseroulette ausprobieren kann. Wo könnte ein mittelalterlicher Markt besser hinpassen als am Fuß der Burg Liechtenstein zu Maria Enzersdorf? Anfang August konnten dort groß und klein die spannenden Ritterkämpfe miterleben, sich an Späßen der Gaukler erfreuen und zur mittelalterlichen Live-Musik tanzen. Sie sind der Marktvogt. Ja. Was macht der Marktvogt? Das fragen mir die Leute sehr oft. Das ist doch sehr offensichtlich. Ich führe durchs Programm. Ich organisiere den Ablauf ein bisschen. Ich schaue darauf, dass die Leute informiert werden. Ganz besonders in diesen Zeiten ist es sehr notwendig, die Abstände einzuhalten. Maskenpflicht, was halt ist. Ich kommuniziere den Leuten, was zu tun ist. Ich mache natürlich auch die Jungritterschaft. Das heißt, es gibt bei mir den Jungritterschlag, wenn sie die Jungritterprüfung abgelegt haben, die Kinder. Ja, und das ist meine Aufgabe hier, ein bisschen zu organisieren, den Programmablauf. Und vor allem dieses Gauklergesindel braucht ein bisschen Kontrolle. Und dafür bin ich da. Also mit eiserner Hand. Ja. Sie sind heute auch mit dabei beim Mittelaltermarkt. Was kann man als Ritter oder noch nicht Ritter so tun? Ja, jetzt haben wir gerade eine sehr schöne Gaukelschau gesehen von einem Faustus. Die war sehr amüsant, besonders er ist immer höher geklettert. Und nachdem es heute sehr heiß war, hat man auch schön den Schweiß fließen sehen. Das sehr amüsant und auch sehr aufregend, wie er dann ganz oben einen Handstand gemacht hat. Was haben Sie für ein Kostüm hier an? Das war eigentlich ein Ritter-Edelmann, so ein bisschen. Also Sie sind schon ein richtiger Ritter? Ja, nimm so. Sie versorgen die Ritter hier mit Feuerwasser? Lavendel, sehr geeignet, eine sehr beruhigende Pflanze. Auch geeignet, wenn die Menschen oder die Frauen, auch die Männer, gerne backen tun. Ein Schuss in den Teig rein, durch die Wärme, der wohltuende Duft, den ganzen Raum. Man hat die Ruhe, die Genugtuung und nichts kann dich aus der Ruhe bringen durch diesen intensiven, wohltuenden Duft von den Lavendel. Kulinarische Köstlichkeiten wie Ritterpfannen, Grillspezialitäten, Burgfräuleins Leibgerichte und der knappen Lieblingssüßigkeiten warteten auf die hungrigen Mäuler. Und wer wollte, der konnte sein Glück auch beim Spiel versuchen. Das ist ein mittelalterliches Spiel. Kann man das mit dem Roulette ein bisschen vergleichen? Ja, so ist das Roulette entstanden. Also vielleicht hat es ein bisschen anders ausgeschaut. Also die Wette, wo, in welches Loch die Maus rauskam, das gab's. So ist das Glücksspiel entstanden. Damals hat man auch die Maus hergegeben oder um Wertsachen des Einsetzenden gespielt. Das macht man heute nicht mehr. Also ich mache es kindergerecht, dass die Kinder etwas gewinnen können und die Maus bleibt die ganze Zeit bei mir. Leider suchten Pest und Cholera die Menschen im Mittelalter immer wieder heim. Daran scheint sich auf gewisse Weise bis heute nichts geändert zu haben. Froh, wieder draußen zu sein. Wie geht auch das Programm weiter in der nächsten Zeit? Ja, es gibt einige Märkte. Leider ist es halt so, dass wir nicht bei jedem hundertprozentig sagen können, dass er stattfinden wird. Wir werden auch immer wieder gefragt. Wir haben ja heuer noch einige Punkte in Schloss Neugebäude oder auch in Flossbach zu Laxenburg, das große Ritterturnier. Wir wollen es machen natürlich, aber wir stehen auch der Behörde in der Pflicht. Und wenn die sagt, wir können es nicht machen, dann geht es halt nicht. Aber wir sind guter Dinge, so schön diszipliniert, wie bei uns auch die Leute sind mit den Abständen. Wir sind guter Dinge, dass wir es machen können.